Es gibt immer wieder neue Nachrichten zum Thema Boeing 737 MAX, sodass man sich mittlerweile ja doch dann immer mal wieder die Frage stellt, wie das denn jetzt noch weitergehen soll und was das für Folgen haben könnte für den weltgrößten Flugzeughersteller Boeing. Diese Frage kann ich euch leider natürlich nicht beantworten, aber wir können uns mit den ganzen Informationen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt dazu haben, ja mal ganz genau auseinandersetzen und dann versuchen zu verstehen, was das für Konsequenzen haben kann. Und das machen wir jetzt mal. Und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem ganz entspannten Sonntagsvideo, wo es einfach mal so ein bisschen um ein paar Gedanken zu der 737 MAX-Thematik geht. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch allen noch einen schönen, entspannten Sonntagabend. Das war jetzt gerade am Freitag, gerade vor 2 Tagen, da hat sich der Chef des Flugzeugherstellers Boeing zum 2. Mal erneut an die Öffentlichkeit und an seine Kunden gewandt und hat ein offizielles Statement in Form einer Videobotschaft rausgegeben. Und das war tatsächlich sehr interessant, denn dort wurde jetzt aber nur noch im Nebensatz erwähnt, dass man selbstverständlich sehr überzeugt von der Sicherheit der Boeing 737 MAX sei, allerdings nach dem Software-Update. Das heißt, man gesteht sich hier quasi wirklich mal einen Fehler ein. Erzählt wurde dabei nicht wirklich etwas Neues, aber die Informationen, die wir zu dieser Thematik schon kennen, die wurden jetzt vom Chef bestätigt. Es gibt Probleme mit dem MCAS und das System, die Software, hat durchaus bei beiden Abstürzen mit zusammen deutlich über 300 Todesopfern eine Rolle gespielt. Mehrfach haben sich wohl Piloten des Fliegers zu Wort gemeldet und von Problemen mit der Software oder mit dem Flugzeug an sich berichtet. Das wundert jetzt hier an dieser Stelle wahrscheinlich niemanden mehr, aber das offizielle Statement dazu, das ist doch sehr interessant, kommt jetzt aber ein paar Wochen zu spät. Daneben wird jetzt außerdem tatsächlich die Boeing 737 MAX Produktion ein ganzes Stück zurückgefahren, auf etwa 20% weniger. Man baut jetzt statt der vorher 52 gebauten Maschinen nur noch 42 Maschinen pro Monat. Ist ein großer Unterschied, ist ja aber sehr nachvollziehbar, denn wenn man jetzt nur mal davon ausgeht, also rein hypothetisch, dieses Flugverbot, das dauert jetzt ein halbes Jahr. Einen Monat hat man ja mittlerweile schon, also nochmal 5 Monate drauf, dann stehen ja irgendwann zwischen 250 und 300 eigentlich fertige Flugzeuge auf dem Hof bei Boeing. Das nimmt auf der einen Seite natürlich wahnsinnig viel Platz weg, obwohl ich an dieser Stelle glaube, dass das nicht unbedingt das Problem ist, denn Platz würde man doch irgendwo sicherlich noch finden. Man kann ja mit entsprechender Sondergenehmigung das Flugzeug dann auch vom Boeing-Werk aus, wenn es denn dementsprechend fertig ist, auch irgendwo anders in den USA abstellen, irgendwo in die Wüste stellen. Wäre auch tatsächlich nicht das erste Mal, dass ein neues Verkehrsflugzeug erst einmal irgendwo in der Wüste geparkt werden muss. Das gab es schon bei Boeing, beispielsweise mit fertigen Boeing 747-8, die von der Transaero übernommen werden sollten. Das sind übrigens die Maschinen, die man mittlerweile aus der Wüste wieder rausgeholt hat und sie zurzeit zur Air Force One, zur neuen Air Force One umbaut. Das gab es aber auch schon bei Airbus, zum Beispiel mit den Skymark A380. 2 Flugzeuge waren das eigentlich fertig, aber die Fluggesellschaft konnte die Maschinen dann nicht mehr übernehmen. Das heißt, Airbus musste die Flugzeuge dann erst einmal auf dem Werksgelände abstellen, erst einmal einmotten. Also das ist vom Ding her nichts Unübliches. Nur in dieser Anzahl, etwa 300 neue Flugzeuge, wie gesagt, nach vielleicht 6 Monaten Produktion, das gab es so, glaube ich, noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, Platz ist nicht das große Problem, sondern das viel größere Problem steckt sicherlich darin, dass Boeing dann ja, mal angenommen, das dauert wirklich ein halbes Jahr, dieses Flugverbot, dann würde Boeing an die 300 wahnsinnig teure, Millionen von Dollar teure Flugzeuge auf dem Hof stehen haben. Das heißt, Boeing würde einfach massiv viel Geld in Flugzeugen verbauen. 120 Millionen Dollar kostet so eine Boeing 737 MAX 8 laut Listenpreis. Das ist wahrscheinlich ein Preis, den nicht mal eine Airline für dieses Flugzeug zahlen wird. Seitens Boeing steckt da sicherlich noch mal eine ganze Menge weniger Geld drin, aber man würde ja sehr viel Geld trotzdem in Form von Flugzeugen verbauen, die ja eventuell, so wie sie dann gebaut werden, nicht einmal abheben dürfen und dann ja eventuell noch verändert werden müssen, bevor sie wirklich an die Airlines rausgegeben werden können. Da lässt man das Geld zum aktuellen Zeitpunkt doch lieber Geld sein. Denn genau dieses Geld, das kann man wahrscheinlich in naher Zukunft auch ganz gut an anderen Stellen gebrauchen. Also ich glaube, das, was da gerade mit der 737 MAX passiert, mit diesem ganzen Produkt, mit dem Projekt passiert, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Man muss ja nur mal ein bisschen Tagesschau gucken. Da kommt das Flugzeug, dieser Flugzeugtyp, diese Flugzeugfamilie doch in letzter Zeit überraschend häufig vor. Das bedeutet, jeder, auch jeder potenzielle Passagier, der sich vielleicht gar nicht dafür interessiert, normalerweise, mit welchem Flugzeug er in den Urlaub fliegt, der weiß jetzt, dass es bitte keine Boeing 737 mit dem wunderhübschen Beinamen
Namen Max sein soll, so wie es gerne im deutschen Fernsehen gesagt wird. Dieses Image, das sich das Flugzeug jetzt erarbeitet, das einfach so mal wieder umzudrehen, vor allem durch ein Software-Update, das dürfte alles andere als einfach werden. Und auch so eine Flugzeugproduktion, die fährt man ja nicht mal eben so um 20% runter. Da hängt eine ganze Menge dran. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich das bestimmt noch ganz gut auffangen. Mitarbeiter, die müssen jetzt sicher entlassen werden oder sowas, nur weil sie gerade nicht mehr an der 737 MAX rumschrauben. Da lassen sich die qualifizierten Mitarbeiter sicherlich noch an sehr vielen anderen Stellen im Boeing-Werk ganz gut gebrauchen. Oder man schickt die Leute jetzt mal etwas früher in ihren wohlverdienten Urlaub. Also im Moment passt das bestimmt noch ganz gut. Aber wie soll das denn noch weitergehen? Sollte es jetzt erneut dazu kommen, dass die zuständigen Behörden ein vergleichsweise simples Software-Update wieder nicht durchwinken und zum Beispiel Hardware-Verbesserungen von Boeing fordern, die die Aerodynamik der 737 MAX deutlich verbessern, dann steht der Flugzeughersteller natürlich vor einer wahnsinnig großen Herausforderung. Es müssen neue Teile entwickelt werden, Veränderungen entwickelt werden, getestet und dann ja auch gebaut werden. Und dann muss der ganze neue Spaß ja auch noch zugelassen werden. Das heißt, man würde die komplette Boeing 737 MAX Flugzeugfamilie wieder zurück in den Entwicklungsstatus befördern. Und das kann man jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Das wäre für Boeing wahrscheinlich der absolute Super-GAU. Dann müsste die 737 MAX in den USA wieder mit einem Experimental-Aufkleber durch die Gegend fliegen, damit die Dinger überhaupt noch in die Luft dürfen. Und es scheint ja auch gar nicht so abwegig, dass ein simples Software-Update eben nicht ausreichen wird. Denn ansonsten hätte man die Möglichkeit ja wahrscheinlich auch mal genutzt, zu sagen, okay, die 737 MAX, die können die Piloten mit entsprechendem Training auch ohne dieses MCAS fliegen. Wir nehmen die ganze Software vom Flugzeug einfach runter. Aber das scheint halt eben nicht zu funktionieren. Die 737 MAX wird es ohne ein entsprechend modifiziertes MCAS wohl nicht geben. Der Flugzeugtyp 737 hat sich also von der vorletzten Baureihe zur jetzt aktuellen letzten Baureihe aerodynamisch so verändert, dass der Flugzeughersteller die Maschine gar nicht ohne das entsprechende System, ohne die entsprechende Software ausliefern wird. Die Frage ist jetzt nur, in welcher Form wird das System in der 737 MAX weiterhin verbaut? Und das ist ja kein Kampfjet. Also sollte ein Standard-Passagierflugzeug wie die 737 aerodynamisch tatsächlich so kritisch sein, dass es ohne eine mächtige Software gar nicht sicher zu fliegen ist oder gar nicht die Sicherheitsstatistiken erreichen kann, wie es andere Passagierflugzeuge in der heutigen Zeit können? Das ist sicherlich eine Frage, über die man mal nachdenken sollte. Und das ist jetzt natürlich auch eine sehr gute Frage, die jetzt aber nur das zuständige Amt beantworten kann. Gut, entscheidet man da jetzt auf Nein, dann steht Boeing nun mal vor sehr viel Entwicklungsarbeit und hohen Kosten. Also, was wir uns bis hierhin merken müssen, es gab ein sehr interessantes, man könnte schon fast sagen Geständnis, direkt gemacht durch den Chef des Flugzeugherstellers höchstpersönlich, indirekt gemacht durch die Reduzierung der Anzahl der monatlich produzierten Flugzeuge vom Typ 737 MAX. Ja, und das jetzt nun mal ein bisschen weitergedacht, die Flugzeuge werden ja bei den Fluggesellschaften gebraucht. Am Flughafen in Brüssel beispielsweise, da parkt ein Großteil der hier in Europa gegroundeten Maschinen des Typ 737 MAX, ein Teil der 15 Flugzeuge, die zum TUI-Konzern gehören. Und ja, diese 15 Maschinen wird der Konzern wohl in der heiklen Sommerzeit nicht verwenden können. Dadurch reizt allein dieses Unternehmen schon mal ein interessantes Portfolio an Wetlease-Partnern und an Subchartern aus. Dazu werden hierzulande mittlerweile auch die ersten Flüge aufgrund der am Boden stehenden Flugzeuge vom Typ 737 MAX gestrichen, beispielsweise die polnische Fluggesellschaft LOT, die fliegt etwa 10 Verbindungen pro Monat weniger zwischen Warschau und Nürnberg und dann natürlich Flugzeuge vom Typ 737 MAX, die beispielsweise in Hamburg eingesetzt werden sollten von der Iceland Air oder von der Air Italy oder natürlich auch die erste für TUI Fly bestimmte 737 MAX. All diese Flugzeuge bekommt man jetzt erst einmal hier nicht mehr zu Gesicht und dann sieht man natürlich die Bilder aus den USA von den geparkten Flugzeugen des Southwest Airlines. Das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung und es kann ja gut sein, dass das erst einmal nur der Anfang ist. Aber gut, das was ich damit sagen möchte ist, den Fluggesellschaften, denen fehlt jetzt natürlich ein bestimmter Flugzeugtyp. Eine große Anzahl an Flugzeugen fehlt denen. Und da es in der zivilen Verkehrsfliegerei kein Monopol beim Thema Flugzeugherstellern gibt, sondern ein sogenanntes Duopol, dadurch profitiert jetzt natürlich der zweite in der Reihe und das ist auf jeden Fall Airbus. Wann wurde bitte dieser Konkurrenzkampf zwischen dem A320 und der 737, zwischen Airbus und Boeing, wann wurde der bitte zuletzt in den letzten Jahren so ins Wanken gebracht, wie das jetzt hier der Fall ist? Bei Airbus müssen im Vertrieb doch gerade theoretisch die Telefone heiß laufen und jetzt mal ganz vorsichtig gesagt, für den Konkurrenzkampf kann das doch gerade seitens Airbus gar nicht viel besser laufen. Und um jetzt mal den Kreis zum Anfang des Videos zu schließen, die 737 MAX ist auch immer wieder gerne
gerne mit Erklärung der aerodynamischen Probleme, die dieser Flugzeugtyp bis zum aktuellen Zeitpunkt scheinbar noch hat, immer wieder gerne Teil der Tagesschau. Und das bedeutet eigentlich nur, dass das jeder mitbekommt. Und hier geht es nun mal um Passagierflugzeuge und nicht um Frachtmaschinen, wo eventuell dann unterm Strich nur die Performance zählt, sondern hier bei den Passagierflugzeugen, da kommt noch eine emotionale Komponente der Passagiere mit hinzu. Und die können am Ende des Tages dann ja indirekt auch darüber entscheiden, ob so ein Flugzeugtyp jetzt noch erfolgreich werden kann oder eben nicht. Aber zurück zum europäischen Flugzeugbauer Airbus. Da würde man jetzt am liebsten wahrscheinlich direkt mal 3 neue Werke für die A320-Familie überall auf der Welt platzieren. Gerade jetzt, wo der neue Chef vor der Tür steht, der kommt jetzt in den nächsten Tagen und übernimmt das Zepter bei Airbus. Das könnte eine gute erste Aktion sein. Aber das große Problem, was ich da sehe, beziehungsweise das große Problem, das Airbus hat, wodurch sie jetzt eben nicht das frei gewordene Potenzial am Markt ganz einfach für sich benutzen können, das große Problem besteht darin, dass die beiden Flugzeughersteller, Konkurrenzkampf hin oder her, die ganzen Flugzeugbestellungen doch in den letzten Jahren ganz einfach unter sich aufgeteilt haben. Es wurden bis heute fast 14.700 Flugzeuge aus der A320-Familie bei Airbus bestellt. Ausgeliefert hat man davon knapp 8.700 Maschinen, das heißt, es bleiben noch 6.000 Flugzeuge übrig. 6.000 Flugzeuge, mit denen Fluggesellschaften noch weit in die Zukunft planen. Denn Airbus baut in etwa 60 A320 Maschinen, also 60 Flugzeuge aus der A320-Familie pro Monat. Das wird man jetzt in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten noch auf 70 Flugzeuge erhöhen. Damit können wir mal rechnen. Das heißt, 70 Flugzeuge pro Monat, das sind 840 Flugzeuge pro Jahr. Man wäre über 7 Jahre mit den aktuellen Bestellungen für den A320 ausgelastet. Anders formuliert, Flugzeuge vom Typ 737 sind zum aktuellen Zeitpunkt quasi alternativlos. Man kann sich als Fluggesellschaft, ob die Passagiere das jetzt wollen oder ob die Fluggesellschaft das jetzt will, ist erst einmal völlig egal. Man kann sich nicht einfach von einem Moment auf den nächsten umentscheiden. Man braucht die 737 am Markt und auch Chinesen oder Russen können hier jetzt nicht das richtige Flugzeug liefern, zumindest nicht in so kurzer Zeit, auch wenn ihre Chance, sich jetzt am Markt irgendwie zu etablieren, wahrscheinlich größer ist als je zuvor. Sie haben einfach nicht den richtigen Flugzeugtypen in der Hinterhand, den sie jetzt auf den Markt schmeißen könnten. Das und ich glaube tatsächlich auch nur das ist der eine riesengroße Punkt, der dem Flugzeughersteller Boeing jetzt genug Zeit verschafft, um Flugzeuge aus der 737 MAX-Familie in Ordnung zu bringen. Zugrunde gehen wird der Laden an einem fehlerhaften Flugzeugtypen sicherlich nicht, egal wie hoch die Entschädigungszahlungen da jetzt noch werden könnten. Dafür baut man einfach viel zu viele gute Flugzeuge für die zivile Luftfahrt, aber auch viel zu viele gute Flugzeuge für die militärische Luftfahrt. Aber die Probleme, die sich beim Thema 737 MAX da jetzt noch anbahnen könnten, die sind auf jeden Fall brutal groß. Die Geschichte dazu ist auf keinen Fall vorbei. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Das nur mal so als Gedanke zum Sonntag und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich wie gesagt sehr auf eure Meinung zu dem Thema. Schreibt gerne was in die Kommentare. T-Shirts wie diese hier gibt es übrigens unter dem Video. Schaut da gerne mal vorbei und dann euch allen noch einen entspannten Sonntagabend. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und tschüss.